Hallo im neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Kalamos, zur Insel Kalamos, kommen von Insel Meganisi und es hat fast keinen Wind, also nur einen ganzen leichten Hauch. Es ist sehr angenehm, ganz relaxed. Wir haben nur die Genua gesetzt. Ja, und jetzt schiebt es uns so ganz gemütlich darüber Richtung Kalamos. Ja, die Insel Kalamos ist ein ganz schöner Berg. Bis 750 Meter hoch, habe ich gelesen. Sieht schon beeindruckend aus. Und ganz grün. Da drüben haben wir letztes Jahr gegessen. Weißt du? Mhm. In Mythikos. Haben wir gut gegessen. Ganz am Ufer, so ein kleines Fischlokal. Sehr lecker. Sehr idyllisch. Jetzt haben wir einen schönen Ankerplatz gefunden in der Porto Leone auf der Südostseite von Kalamos. Und wir haben uns mitten reingelegt in die kleine Bucht auf 8 Meter und können es links rechts schön schwollen. Müsste ganz gut passen. Und ursprünglich wollten wir eigentlich auf die linke Seite gehen von der Bucht, aber da macht es eine Flottille fest. Da war schon das Masterboot drin, habe ich mir schon gedacht, da werden jetzt noch mehrere kommen. Und so ist es auch. Die wollen ja auch da festmachen und wir ärgern es, wie gesagt, auf der rechten Seite. Einen kleinen Landgang hier in Porto Leone. Kommt man unter anderem an einen ganz kleinen Friedhof vorbei. Und da oben ist eine Kirche. Schwimmt sie, unsere Orison. Schönes Plätzchen hier. Ja, heute ist ein trüber Tag. Wind hat es auch keinen. Wir motoren mal wieder. Wir fahren gerade an der Insel Atokos vorbei. Und das ist das Eiland Atokos. Atokos hat ja an seiner Südseite echt eine spektakuläre Bucht. Schaut klasse aus. Mitten in den Felsen. Die sagt jetzt noch 40 Meter. Wow. Das Wasser leuchtet auch total toll blau. Da hinten türkis, obwohl nicht mal die Sonne scheint. Wir sind jetzt hier in den Kolbos Aetu reingefahren bei Ithaca und gehen jetzt gleich, wenn man reinkommt, links in die Ormos Skinos. Da ist recht tief da hinten, das wissen wir. Da wollten wir schon mal ankern und da lagen schon ein paar Boote drin. Da ging nichts mehr, aber heute ist niemand drin. Und heute sollte es mit dem Ankern dort auch klappen. Thomas, kennst du noch da drüben die Bucht, die ganz kleine? Ja. Da waren wir 2008 mit unseren 27er Sunbeam. Ich glaube, eine ganze Woche kriegen. Ja, wir haben sie Octibus, Octibucht getauft, ja, gell? Genau, weil da so ein Oktopus immer zu sehen war beim Schnorcheln. So, jetzt haben wir hier geankert auf 6 Meter. Ich habe 25 Meter Kette unten. Das ist die vierfache Wassertiefe. Das sollte ausreichen. Und es ist total schön hier. Ich lasse nach dem Frühstück das Beiboot runter. Wir können mal drüber fahren. Da geht ein Weg hoch, den laufen wir nachher mal hoch. Mhm.
es wird immer noch türkis da vorne. Schmutzig. Ich fahr ein bisschen rückwärts, Silvi. Genau, und jetzt gehen wir nach Fasi rüber. Wir wollen heute Abend essen gehen und müssen ein paar Sachen einkaufen. Fasi ist aber gleich um die Ecke. Mal einkaufen. Der AB-Markt hat offen am 1. Mai. Haben wir Glück? Im AB-Markt, da kauft man mal ganz gut ein. Der ist immer gut sortiert. Und jetzt haben wir einen ganzen Einkaufswagen voller Blumen gekauft. Nee, da steht unser Einkauf. Da steht unser Einkauf. Das ist der Alkohol, was ich weiß. Nein, Schatz. Oh, your wife. Very good. Ah, the flowers, yes. He's using this. This is letting the water pass, but not the soil. Yes, very good idea. They are beautiful. And the problem is that every night I have to water it, because if it doesn't see the flowers, okay, I will have a problem. Okay. It's really a problem, yeah. Yeah, you know that. Yes. Ciao. Bye. Ah, oh, witzig. Wir sind mal wieder zur Kirche hochgestiefelt. Da hat man nämlich meistens die beste Aussicht von da oben. Und es sieht schon gar nicht schlecht aus. Fasi von oben. Ui. Andi hat gerade festgestellt, dass der Turm auf ist. Oho, dann gucken wir da mal hoch. Ja, hat sich gelohnt. Schöner Blick über Fasi. Ich glaube, das Sommerrote hier drin, wenn mehr als 5 Leute hochgehen, krass zusammen. Ja, das schaut irgendwie nicht so vertrauenswürdig aus. Ja, von außen sieht er irgendwie besser aus wie von innen. Der steht schon länger. Ja. Eingewachsen. Nett. Also Zitronen haben hier gerade Vollsaison. Überall hängen sie. Es hat zum Regen angefangen. Jetzt gehen wir schnell aufs Boot, bevor es noch mehr wird. Noch nieselt's bloß. Jo, Fasi füllt sich gerade. Kommen sie alle rein im Regen. Und wird fleißig angelegt. Und da kommen schon die nächsten 4 Boote. 5. Wahnsinn. Also da drüben ist jetzt richtig Halligalli. Da sind wir doch gerade froh, dass wir hier draußen liegen. Ruhiger und entspannter.
Jetzt sind wir wieder froh um unser großes Bimini. Da bleibt nämlich das ganze Cockpit trocken. Und man kann auch mal im Regen draußen sitzen. Und Schatten macht sowieso, den man hier auch immer brauchen kann. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen die Sonne raus, Gott sei Dank. Können wir ein bisschen laufen vorm Essen gehen. Den ganzen Tag auf dem Boot sitzen im Regen. Da brauchst du schon ein bisschen Bewegung. Das sehe ich zumindest. Ja, hat den ganzen Tag so vor sich hingetröpfelt. Und jetzt kommt die Sonne noch raus, schön. Ja, wie ist denn da? Ganz eine raffinierte. Heute ist wieder blauer Himmel und die Sonne scheint und jetzt legen wir ab und jetzt geht's nach Perabigadi in den Süden von Ithaka. Jetzt hatten wir uns über den Regen gefreut, haben gedacht, der spült das Boot ein bisschen sauber, Salz runter und so. Aber der war eher kontraproduktiv. Ist lauter Sahara-Staub mit runtergekommen. Also sieht das ganze Boot jetzt aus. So, jetzt halte ich hier mal auf das Tablet. Und da sieht man, dass wir aus diesem Kolpos Aitu gerade rausfahren. Hier hinten in der Bucht ist Fasi. Da sind wir. Das Ganze ist Ithaka. Und wir möchten heute hier runter nach Perabigadi, eine ganz schöne Ecke unterhalb von der Aretusa-Quelle. Also ich glaube, das mit dem Segeln können wir heute wieder vergessen, ha? Huh? Ja, da draußen sind ein paar Charterboote, die vorher abgelegt haben. Die stehen alle. Okay. Ithaka hat an seiner Ostseite eine richtig schöne Küste mit ganz vielen schönen Buchten. Und wir Motoren mal wieder. War absehbar. Jetzt fahren wir nach Perabigadi rein. Ist echt wunderschön hier. Das ist oben im Eck, wo unterhalb von dem Felsen in der kleinen Schlucht. Mhm. Da ist die Aretusa-Quelle. Da hat der Odysseus seine Schweine getränkt. Lauter Geschichte, soll es so gewesen sein. Und hier an der kleinen Mole, da legen wir besser nicht an, weil da hat es nämlich Ratten. Wir haben sie schon gesehen, wie sie am Abend gekommen sind und am Boot lang spaziert sind. Dann haben wir ganz schnell abgelegt damals. Thank you.
Ja, wir hatten jetzt hier eine schöne Zeit auf Kalamos und Ithaka. Die Ankernächte sind total ruhig gewesen. Es hat auch generell momentan wenig Wind. Zum Segeln nicht so toll, aber beim Ankern ist es super. In der Vorsaison momentan hier gigantisch. Man findet noch leere Buchten, was in den Ionischen Inseln eigentlich sonst nicht so der Fall ist in der Hauptsaison. Also wir haben das jetzt richtig doll genossen und bleiben auch noch ein bisschen hier in der Ecke auf jeden Fall. Ja, und das Video, das endet jetzt hier und morgen früh lassen wir noch die Drohne fliegen, oder? Morgen früh, wenn das Licht passt und der Wind passt, lassen wir die Drohne noch fliegen. Bringen wir noch ein paar schöne Aufnahmen von Ithaka und von der kleinen Insel Peribigadi da drüben. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Likes, über Kommentare und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis denn. Tschüss.